Hi zusammen, das ist die 160, ich bin News da und das ist die Let's Play Tanky Online Saga. Es war ein wenig still geworden um das Blacklisten Battle sowie um meine Let's Plays. Auf einmal kamen keine Let's Plays mehr. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Lecker. So, aber egal. Das heißt ja nicht, dass ich aufhöre, ne? So ist es ja nicht. Also, ich bitte um euch. Fragt sich nur, was für eine Kombi ich gerade anhabe. So, noch etwas ist da los. Just wait a minute. We are on air. Ich habe beim Kommentatorenwettbewerb mitgemacht. Und das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar bin ich um 5.30 Uhr ungefähr Berliner Zeit aufgestanden und dachte mir so, naja, gut, guckst du mal, was los ist. Ich klick so, guck so, das Event, Kommentatoren und so, ne? Joa, cool, das geht nur noch bis 9 Uhr. Scheiße, und ich habe kein Video. Ja, ihr könnt euch ja denken, was dann passiert ist. Sofort aufgenommen, irgendein Video genommen und gesprochen und hochgeladen und musste ja noch vor 7 Uhr online sein, weil 7 Uhr gehe ich ja aus dem Haus. Tja, war schon scheiße. Ja, und dann habe ich die Information bekommen, dass ich eigentlich schon ein Kommentator bin. Ja. Also war alles umsonst. Aber egal. Das ist ja. So gehe ich mal Server 1. So, noch was. Boah, scheiße, Alter. Der Server ist voll. Ja, ja, Prodicava. So. Prodicava 3.0.1. Alle diejenigen, die noch MyTank benutzen, schaut einfach mal, wenn ihr MyTank öffnet, ihr habt da News, ja? Das steht da rechts. Da steht News. Und da ist der neue Link für den Download. Den könnt ihr rauskopieren oder raufklicken, keine Ahnung. Und dann sollte das glommen. Dann könnt ihr euch nämlich Prodicava runterladen. Der Nachfolger von MyTank. Da gibt's nämlich viele kleine Veränderungen. Da ist einiges passiert. Das erscheint mir ein bisschen unfair hier mit der Schlacht. Scheiße. Wo gehe ich denn rein? Ach ja, ich habe eine geile Musik gefunden. Es gibt ja Leute, die sich über Blacklist Hunter beschweren, weil es gibt keine richtig geile Dubstep-Musik mehr, die ich reinnehme. Ja, na und? Muss jetzt jeder Blacklist Hunter automatisch Dubstep mit Dubstep unterlegt sein? Ich glaube nicht. Und so mach ich ein bisschen leiser. Staub ist nicht aktiviert. Wieso Staub nicht aktiviert? Verdammt nochmal, ey. Ich kann nicht spielen, wenn da kein Staub aktiviert ist. Und einige sagten mir, dass sie mit Prodicava keine Lags mehr haben, beziehungsweise es läuft flüssiger. Joa, kann sein. Müssen wir selber ausprobieren, aber ich will natürlich keine Werbung für mein Tool machen, das ich gemacht habe. Ja, nee, das wird sein. Jo. So. Ach ja, ich bin General. Also ihr könnt mich jetzt General, Oberst, Leutnant, Herr Newstar, King, one of the Kings, only fucking God, Newstar nennen. Seid ihr mitgekommen? Ich glaube nicht. Ich nämlich auch nicht. So, noch was? Ich gehe nur drauf. Das ist so eine Draggerschlacht, ey. Pass mal auf, Junge, wenn ich dich in die Finger bekomme, ne? Dann setzt es was. Dann setzt es was, verdammt nochmal. Das kann ja nur gut werden. Das kann ja noch... Das kann ja nur schlecht werden und ey, nur pro Schlachten hier. Ich hab nicht mal ein Abo dafür und ich will auch keine 500 Kristalle ausgeben. Ich bin gerade so pleite. No. So.
So viele Noobs und ich bin einer davon. Gehen wir mal Server. Hey, meine lieben Freunde. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, die meisten von euch haben noch nicht meine letzte Geschichte gelesen. Das letzte Mammut. Ja. Ist keine wirklich gute Geschichte, aber egal. Lest euch sie durch. Denn, lecker, lecker, lecker. In der nächsten Ausgabe der Zeitung wird es eine weitere Geschichte geben. Nein, nicht das letzte Mammut schlägt zurück, sondern das letzte Mammut returns. Hahaha. Nein, Spaß beiseite. Ich darf natürlich, ich könnte, aber ich will nicht spoilern. Der erste Teil meiner Geschichte, das wird übrigens eine zweiteilige Geschichte, weil ja einige vom letzten Mammut unbedingt eine Fortsetzung wollten. Okay, es waren glaube ich nur ein oder zwei Leute, aber ich dachte mir, naja, kann ja nicht sein, dass du nur so ganz kurze Geschichten rausbringst. Also, okay, mache ich mal eine bessere Geschichte. Und ich bin mit dem ersten Teil an sich schon mal so weit zufrieden. Ich dachte, dass es auch nur ein Teil wird, aber ich habe jetzt so schon fast 800 Wörter geschrieben und bin eigentlich noch immer nicht beim spannenden Thema angelangt, so. Also das, wo denn die Geschichte so richtig spannend wird, da bin ich noch lange nicht, mehr oder weniger. Ich bin also erst an diesem Punkt nach fast 800 Wörtern, und es soll ja kein richtiger Roman werden, ne? Es soll ja so ein, nur so eine klitzekleine Kurzgeschichte werden, an sich. Jo, und ich habe jetzt fast 800 Wörter und es ist noch immer nicht das Spannende. Also ich bin gerade mal beim letzten Satz und da wird es spannend. Ich dachte mir, ich kann das eh nicht, dass ich so eine lange Geschichte schreibe. Aber ich habe mich dann dazu bewogen. Kann man das so nennen? Naja, auf jeden Fall, mache ich daraus einen zweiten Teil. Im zweiten Teil wird's richtig fett, das verspreche ich euch. Tod, Verstümmelung, alles Mögliche. Keine Ahnung, Kinder, die Schokolade vom Boden fressen, Pferde, die nach Miesmuscheln riechen. Und das Schlimmste! Ja? Das Schlimmste! Es ist alles von mir. Nein, okay, also die Pferde stinken nicht nach Miesmuscheln. Das waren, glaube ich, die Walserenoceros-Flossen. Walserenoceros-Flossen-Genossen. Kowalski. Die riechen nach Miesmuschelsuppe. Nein, okay, gut. Ich darf natürlich nicht viel verraten. Nur so viel. Wenn ich euch jetzt ein bisschen neugierig gemacht habe, dann solltet ihr auf die nächste Ausgabe warten und euch mal die Geschichte durchlesen. Natürlich darf ich, oder ich will noch nicht sagen, wie der Name lautet, denn ich soll ja nichts gespoilert werden. Habt ihr verstanden, was ich meine, oder was ist los? Bevor ich es vergesse, ich habe schon wieder was Schönes über Facebook gelesen. Ja, jetzt geht's los. Nein, sie kaufen nicht Telegram oder whatever, Gram, sondern sie kaufen Drohnen. Ja, Drohnen. Jetzt kommt's. Sie wollen nämlich, dass die anderen, die restlichen 5 Milliarden Menschen auf dieser Erde, auch die Möglichkeit haben, Internet zu bekommen. Von Facebook. Ich meine, man, dasselbe hatte Google auch mit seinen Heißluftballons. Aber Facebook? Und was zum Fick? Ist ja alles schön und gut im ersten Moment. Och, Facebook ist so nett, dieser schnitte Mark Zuckerberg. Ich habe mich gerade verschluckt. Wirklich, just in time. Dieser nette Mark Zuckerberg. Ja, nett, Alter. Nett und Mark Zuckerberg und ich muss kotzen, ey. Kann ja nur Gutes heißen, ne? Ja, also. Der dachte sich mal, ey, ich bin ja so geil, ne? Ich gebe den restlichen 5 Milliarden Menschen die Möglichkeit, mit einer richtig geilen Drohne, die dann 5 Jahre lang im Orbit kreisen, nicht im Orbit, aber noch hier Dings, ne? In unserer Atmosphäre, ne? Kreiselt dann die Drohne von, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, aber scheiß drauf. Auf jeden Fall will er die für 60 Millionen kaufen
um diese so zu bestücken, dass Holla die Waldfee die Menschen WLAN haben, also oder so ähnlich. Also ihr wisst schon, über Satellit und so, ne? Und heul, heul, heul. Und die sollen dann über die Drohnen das Ganze bekommen. Ja, nee, ist klar. Wisst ihr eigentlich, ihr kleinen Leute von Facebook, wieso die Leute kein Internet haben? Soll ich es euch mal sagen? Denn die meisten, die kein Internet haben, die haben einfach nicht das Geld, sich einen PC zu holen. Geschweige denn ein Smartphone von Apple. Ach, Apple, 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 Apple. Mann, 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 ey. Ich sag's euch, in ein paar Jahren ist die Firma pleite. So. Und die Leute, die denken, dass das nett ist, was der macht. Das hat alles schon einen Plan. Das ist alles schon durchdacht, wieso er das macht. Also, das ist meine Theorie. Wieso sollte er überhaupt auf die Idee kommen zu sagen, ach, ich, Mark Zuckerberg, werde den ganzen Leuten Internet geben. Ja, nee, ist klar. Wie bekommt man Internet dann? Muss man sich dann ein Facebook-Konto erstmal erstellen, um halt Internet zu haben? Naja, somit könnte Facebook natürlich noch mehr Nutzer haben. Und Facebook findet dann noch mehr über Nutzer heraus. Also, ganz ehrlich, ihm geht's eigentlich eher nur um die Daten der Leute und nicht darum, dass die Internet haben und sich freuen. Das glaube ich jetzt einfach mal. Denn wieso zur Hölle? Ich meine mal, die Telekom startet auch keine Aktion. Ey, wir holen uns jetzt die ISS, klappen da unseren Speedport dran und freut euch, dann habt ihr alle kostenloses Internet über einen Hotspot. Ja, nee, ist klar. Nee, 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 das hat schon alles seinen Sinn, was der da macht. Hallo? Allein schon die Vorstellung. 5 Milliarden potenzielle Neukunden für Facebook. Dann werden sie also sicherlich von Facebook abhängig werden. Denn wer dann bestimmt kein Facebook-Konto hat, ne, der kann dann auch kein Internet bekommen. Und, naja, wir wissen alle, dass Facebook und Datenschutz sehr schön zusammenpasst. Und auch dieses, ja, Datenschutz ist bei uns an oberster Stelle und hat bei uns die größte Priorität. Ja, nee, ist klar. Also, und Google sammelt keine Daten und die NSA hört uns auch nicht ab. Ja, das ist genauso wahr wie die Aussage von Facebook, dass Datenschutz sehr wichtig für sie ist. Ist klar. Und ich bin Gott. Ach nee, das stimmt sogar. Ja, also, mal sehen, was in der Zukunft alles zu diesem Thema kommt, aber wisst ihr, was ich mit der Drohne gemacht hätte? Koordinaten rausgesucht, wo liegt denn eigentlich der Stützpunkt von diesen Facebook-Idioten und dann würde ich sagen, Ahoi Drohne, neues Ziel, kabum, Facebook und herzlich willkommen zurück, MySpace. Oder ich habe eine bessere Idee. Yappi. Ja, okay, da musste mal sein. Ja. Ich hasse Facebook. Und es läuft auch sicherlich dann irgendwie so dann darauf hinaus, dass wirklich viele von Facebook abhängig werden, weil sie das unbedingt brauchen, um halt sicherlich Internet zu bekommen. Denn was soll das denn für ein Scheiß sein, was der dann da verzappt? Ich meine mal, ja, nee, also nee, wir geben denen ja nur Internet und das war's. Ich meine mal, noch mehr Leute, die das Internet nutzen, sind, das bedeutet also noch mehr Datenverkehr. Und jetzt stellt euch mal vor, 5 Milliarden Leute nutzen das dann. Aber wie ich schon gesagt habe, die meisten, die in Afrika sind oder sonst wie, irgendwo da im hintersten Busch versteckt, die haben einfach nicht die Kohle dafür, sich so ein PC zu holen oder sonst was. Ne? Ich gehe hier raus, hat keinen Sinn mehr, ich habe keine Lust mehr. Scheißegal, ey. Nee, das muss man mal dazu bedenken und ja, ganz ehrlich, ey, wenn mein Internetanbieter Facebook heißen würde, dann wäre schon mit dem Auto da reingefahren. Oder gleich mit dem Flugzeug, 9-11, yippie-yay, oh Gott, nein, ich hätte das nicht sagen dürfen, na, heul, heul, heul. Scheiße, na toll, jetzt überwacht mich die NSA, machen sie ja sonst nicht, ne, ist ja klar. Die würden es dann nie überwachen, ne? Die überwachen ja nur die bösen Leute. Also, in Klammern, alle 7... Ach nee, nicht 7 Milliarden. Quatsch, doch. Also,
Die NSA, ne? Die überwacht nur böse Leute, in Klammern, das sind alle Leute, die Internet haben. Ja. Mindestens, ne? Man kann ja noch mit anderen Sachen das Ganze machen. Naja, egal. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben. Wenn nicht, dann Daumen nach oben. Und wenn ihr es richtig geil fandet, oder auch nicht, dann einfach mal abonnieren, ne? Ach, ich habe das 2000 Abonnenten-Special vergessen. Scheiße. Ach, da muss ich mir noch was ausdenken. Egal, ich habe ja noch Zeit, ne?